Ja, und nicht nur die Apps, auch klassische Sirenen sind heute, wie gesagt, getestet worden. Wovor welches Alarmsignal warnt, das können Sie auf brisant.de bei uns gerne nachlesen. Die Anklage war Mord, das Urteil lebenslange Haft. Danilo Cavalcante saß schon eine Weile im Gefängnis im US-Bundesstaat Pennsylvania. Er ist ihm wirklich eine sehr spektakuläre Flucht gelang. Man könnte fast sagen, so hier Spider-Man-mäßig ist ihm das gelungen. 2 Wochen lang wurde seitdem nach ihm gesucht. Bis jetzt. 2 Wochen zuvor ist dem verurteilten Mörder zunächst unbemerkt eine spektakuläre Flucht aus dem Gefängnis Chester County gelungen. Seine akrobatische Klettereinlage brachte ihn ins Freie. Die Bilder gingen um die Welt. 100